Und der Tabellensechste, der FC Schalke 04, der ist schon abgereist ins Trainingslager nach Orlando und wird sich dort eben die nächsten 10 Tage dann auf die Rückrunde vorbereiten. Mit für uns vor Ort ist unser Schalke-Reporter Dirk Russe-Schlamann, der uns die Trainingsbedingungen der Knappen und auch das harte Reporterleben im Sunshine State vorstellt. Nach 4 Jahren in Katar wechselt Schalke 04 seine Winterresidenz und bereitet sich in diesem Jahr in Walt Disney World in Florida vor. Und zwar hier im Four Seasons Hotel in Orlando. Und wie das Mannschaftshotel genau aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Komfort pur natürlich für die Schalker Spieler. Das ganze Zimmer kann man übers iPad steuern. Das Bett richtig schön weich. Nach 2 Trainingseinheiten muss man sich ausruhen. Wenn es die Spieler dann schaffen, die müden Knochen noch mal abends auf den Balkon zu bewegen, dann gibt es ein riesengroßes Highlight, nämlich jeden Abend über dem Walt Disney Schloss. Das ist da vorne, gibt es ein riesengroßes Feuerwerk und das können die Spieler sich wunderbar von hier anschauen. Marco Höger, Matja Nastasic und Atsuto Oshida. Zwar langzeitverletzt, aber mit im Trainingslager in Orlando. Denn Schalke ist wichtig, dass man das Teamgefühl aufrechterhält. Die drei werden allerdings die Sonne Floridas nur von drinnen begutachten dürfen. Denn sie werden die meiste Zeit hier im großen Fitnessstudio des Four Seasons verbringen. Der Sunshine State lockt mit Temperaturen um 20 Grad. Das heißt, draußen essen ist möglich. Hier wird die Mannschaft ihre Mahlzeiten einnehmen. Immer mit dem wunderbaren Blick über das ganze Resort. Und auch dieser Ball wird eine große Rolle spielen im Schalker Trainingslager, einfach um sich ein bisschen abzureagieren. Vom Fußballalltag gibt es viele Möglichkeiten hier. Viele Schalker Spieler sind übrigens schon länger in den USA, haben die Zeit hier genutzt, um den Urlaub hier zu verbringen. Zum Beispiel Leroy Sané hat sich die Miami Heats angesehen beim Basketball. Und die ganze Mannschaft wird sich auch ein Spiel der Orlando Magics anschauen hier beim Basketball. Eigentlich könnten die Schalker doch gar nicht besser treffen, oder? Die Rahmenbedingungen stimmen. Das Wetter ist klasse, das Hotel ist gut, die Trainingsplätze ebenfalls. Beste Voraussetzung also, um sich auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vorzubereiten. Für Sie vor Ort im Sunshine State in Florida, Dirk Russe-Schlamann für Sky Sport News HD.